Es war wieder die Zeit der Kaffeesatzleser, als am 3.6. urplötzlich an zahlreichen Stellen der Front im Donbass gleichzeitig Kämpfe ausbrachen. Dabei ließ sich gerade im Pulverqualm zu Beginn kaum mehr feststellen, als wo gerade gekämpft wurde und wie viele schon wieder gestorben sind. Die Gefechte hielten noch bis zum gestrigen Tag an verschiedenen Stellen an. Die Strom- und Wasserversorgung und Handynetze sind stellenweise immer noch unterbrochen. Das Ergebnis war von vornherein klar. Es ist wieder viel kaputt gegangen, es gab wieder viele Tote und es schoben sich wieder beide Seiten die Schuld zu. Mit Unterstützung der jeweils hinter ihnen stehenden Medien. Vor allem die zeitliche Nähe zum G7-Gipfel in Elmau näherte Spekulationen. Denn immerhin ist dieses so etwas wie ein Unterstützer-Happening der ukrainischen Regierung. Und frische Kämpfe könnten natürlich zu einer verstärkten Unterstützung führen, was ganz im Sinne Kiews wäre. Umso befremdlicher wirkt es, dass deutsche Medien dennoch das Spiel mitspielten und durch Verdrehungen von OSZE-Berichten eine Alleinschuld der Rebellen an den neuen Kämpfen konstruierten. Generell sollte man Meldungen immer misstrauen, die OSZE gab diese oder jene Seite eine Schuld an etwas. Denn die Beobachter sind nur zum Beobachten da und schreiben lediglich auf, wo sie Panzer fahren oder Artillerie schießen sehen, ohne irgendwelche Schlüsse daraus zu ziehen. Das übernehmen dann die offenbar erstaunlich militärisch geschulten Schreiberlinge in den Redaktionsstuben.